Wenn Glas kaputt geht, zerspringt es in tausend Teile. Genau genommen zerspringt Glas aber nicht, sondern reißt, unkontrolliert. Das Ergebnis ist das gleiche. Viele Scherben, die für industrielle Zwecke, wie zum Beispiel für Handy-Displays, nicht wirklich zu gebrauchen sind. Die Firma Forjet aus Alsdorf hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sie Glas kontrolliert reißen lassen kann. Pearl-Cut-Prozess heißt das Verfahren und funktioniert mit Hilfe von ultrakurzen Laserpulsen. Weil dabei kein Material abgetragen wird, entstehen im Vergleich zu anderen Verfahren keine Spalte oder Stäube. Die Laserbearbeitung mit dem Pearl-Cut-Prozess lässt sich so präzise dosieren, dass nur noch ein Hauch Energie nötig ist, um den Trennvorgang abzuschließen. Auch runde Formen lassen sich auf diesem Weg gut herausarbeiten und die Kanten des Glases sind danach extrem glatt. Die Laserbehandlung verursacht keine versteckten Schäden an den Glaskanten, die bei einer späteren Erschütterung einen Riss im Glas verursachen könnten. Das macht die von Forjet behandelten Glasscheiben extrem belastbar. Forjet beschäftigt aktuell 90 Mitarbeiter. Rund die Hälfte arbeitet unmittelbar in der Entwicklung und Fertigung der verschiedenen Lasersysteme, die zum Abtragen, Reinigen, Strukturieren oder Vorbehandeln von hochwertigen Oberflächen eingesetzt werden. Laseranlagen zur Glasbearbeitung machen heute bereits rund 10% des Umsatzes aus und das Interesse, vor allem auf dem asiatischen Markt, ist sehr groß, sodass sich die Kunden weltweit bald auf Handys mit besonders robusten Displays freuen können.